Ja, hey Leute und willkommen heute wieder zurück zu einem weiteren Minecraft-Video, Schrägstrich Erklärungsvideo, Schrägstrich Ankündigungsvideo, Schrägstrich ich mag Affen und Bananen-Video. Liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute wollte ich mal kurz hier so ein bisschen was erzählen, was erklären und sonstiges. Also das ist kein richtiges Video, ich werde auch wahrscheinlich dieses Video wieder löschen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall habe ich hier, Moment, warte mal, ich habe hier doch irgendwo noch was cooles TNT-mäßiges. Habe ich hier nicht irgendwie diesen TNT-Mod drinne gehabt? Bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ich will nämlich dieses fette TNT haben, wo ist es? Ja, was ich kurz erklären wollte oder was ich kurz ankündigen wollte, ist, dass heute um 18 Uhr ein Minecraft-Stream kommt und dieses Mal auch wirklich, ja, weil es gab sehr, sehr viele Leute. Ich habe das auch schon in der Folge Dragon erklärt, ja, also Leute, alles ist cool, mir geht's wieder besser und so und deswegen werde ich heute wieder einen richtigen Minecraft-Stream machen, heute aber wirklich, ja, ich habe das ja die letzten Male so gemacht, dass es irgendwie, ja, ein bisschen in die Hose gegangen ist, wenn man das mal so sagen kann. Was mich ein kleines bisschen an der ganzen Sache gestört hat, ist, dass da ein paar Leute gab, die da einfach überhaupt kein Verständnis für gezeigt haben und dann gesagt haben, hör Lars, wenn du einen Stream ankündigst, dann musst du auch streamen und sowas. Ich habe das ja, wie gesagt, schon mal in der Folge Dragon erklärt oder sowas. Wenn die letzte Folge Dragon nicht gesehen hat, kannst du dich gerne nochmal angucken. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert, wenn ich das Ding hier in die Luft sprenge. Und es ist nichts passiert, außer dass die Seeds kaputt gegangen sind. Hallo? Okay. Alter. Junge, das mit dem Feuer ist immer so eine Sache, ne? Oh nein. Oh nein, hat das hier wieder alles so... Oh, das ist nicht gut, wenn das hier alles hier am Dingsen am Brennen ist. Na, wie dem auch sei, Leute, ich schweife schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich heute tatsächlich wirklich mal wieder einen richtigen Stream mache, wenn dann alles klappt. Ja, weil es ist meistens so, dass ich, bevor ich den Stream starte, dann überlege ich so, okay, komm, was kannst du machen? Wie sieht's aus? Bla 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 und sowas, ne? Und wirklich tatsächlich kurz bevor ich diese letzten beiden Streams starten wollte, ich habe wirklich schon am PC gesessen und habe ich mir gedacht, ey Leute, es geht nicht. Es geht absolut nicht. Ich kann jetzt einfach absolut nichts machen. Es geht überhaupt gar nicht klar, dass ich jetzt hier mich an den PC setze und irgendwas hier versuche aufzunehmen oder irgendwie versuche zu streamen. Ich meine, aufnehmen ist wieder so eine andere Sache, weißt du? Da kann man irgendwie ein bisschen cutten und da kann man auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie sich überlegen, so, yo, okay, wie schneide ich das am besten zusammen, dass es jetzt nicht so auffällt, dass es mir nicht gut geht, wenn man dann, keine Ahnung, zwischendrin mal husten muss oder sonstiges, also ihr wisst schon, was ich meine. Ich meine, ich habe jetzt keinen Schnupfen oder Erkältung gehabt, aber, holy shrub, Mann, Junge, hä, wieso ist das denn hier so clean? Guck mal, das ist hier so richtig gerade abgeschnitten hier einfach, naja, genau, da überlege ich mir eigentlich immer vor den Aufnahmen, so, yo, was machst du, wie machst du das, bla bla bla, hin und her, hoch runter, ne. Aber dieses Mal war es halt irgendwie so, dass ich mich an den PC gesetzt habe und habe mir gedacht, alter Freund Lars, du kannst absolut gar nichts machen gerade. Du kannst wirklich gerade absolut nichts machen, dir geht's einfach mega, mega schlecht und so. Ich möchte, Leute, ich möchte euch das nur mal kurz erklären, weil ich habe da sehr, sehr viele Kommentare bekommen von einigen Leuten, die ziemlich krass waren, muss ich wirklich sagen. Deswegen versuche ich das so oft, wie es geht, ein bisschen zu erklären. Ich weiß, das wissen jetzt auch schon sehr, sehr viele Leute, was da so vorgefallen ist, aber ich werde es jetzt nochmal kurz erklären. Ich war krank, ich hatte Fieber und sonstiges, aber ich habe Medikamente dazu genommen, um diese Erkältung-Dingens zu überspringen. Also da gibt es halt so, naja, einige Möglichkeiten. Ich will jetzt auch keine Firmennamen nennen oder sonstiges, ja. Hab halt so Krimskrams dazu genommen, dass ich halt die Erkältung überspringen kann, dass ich halt weiterhin Videos machen kann ohne Probleme, ohne dass meine Stimme sich irgendwie anhört, als wäre ich krank, ohne dass ich husten muss und so weiter und so fort. So, das war ein Fehler, das hätte ich nicht tun dürfen, Leute, und ich werde das auch keinem ans Herz legen, Alter. Ich werde das auch absolut niemandem ans Herz legen, dass das irgendjemand tun soll oder so, weil es einfach nur mega, mega dumm ist. Dementsprechend habe ich dann halt diese Erkältung, Schrägstrich Fieber, Schrägstrich ich heiße Lars, übersprungen und das hätte ich nicht tun dürfen, weil es mir dadurch einfach nur noch viel, viel schlechter ging. Hab dann beim Arzt irgendwie Medikamente verschrieben bekommen, Antibiotikum, bla bla bla. Und die habe ich dann genommen und davon ging es mir dann auf einmal noch viel, viel schlechter. Ja, das war nämlich genau an dem Tag, wo ich streamen wollte, dachte ich, okay, komm, mir geht es besser, ich kann jetzt heute streamen und dann wurde es einfach tausendmal schlimmer. Wirklich, Leute, ich lüge euch nicht an, es wurde einfach tausendmal schlimmer. Okay. Dann wiederum habe ich, warum passiert hier eigentlich nichts? Sie sollte doch eigentlich einen Komet einschlagen oder sowas, ne? Ah, da ist er doch. Hallo, lieber Komet, wie geht es dir heute an so einem wunderschönen Tag? Sehr, sehr schön. Oh, das sieht ja wunderschön aus mit Lava und so. Okay, ja, toll, sehr, sehr gut. Genau, so viel dazu. Das wollte ich jetzt eigentlich nochmal kurz erklären. Warte mal, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich habe schon wieder vergessen. Naja, auf jeden Fall ging es mir halt davon ein bisschen dreckig oder ein bisschen sehr dreckig. Leute, ich will das nicht verharmlosen, weil mir ging es wirklich schlecht. Immer, wenn ich irgendwie krank bin oder sowas oder wenn ich Fieber oder sonstiges habe, dann quäle ich mich trotzdem nochmal an PC und sage dann, komm, machst du trotzdem nochmal ein Video.
Ja, egal was so ist, ich meine, es ist meine Arbeit, Leute. Ich lebe ja zurzeit von YouTube, das ist auch kein Geheimnis und sowas. Und ich mache das auch so unglaublich gerne, wirklich, Leute. Also ich bin wirklich jemand, der macht, ich mache das richtig, richtig gerne mit Leidenschaft und sonstiges. Und Roman und Flo natürlich auch, die beiden Oberdösel. Wir machen das wirklich so, so gerne für euch, Videos zu produzieren. Und das ist wirklich so, wenn es irgendwie, wenn ich irgendwie kein Video an einem Tag mache, dann frisst es irgendwie mich von innen auf. Also so, ich weiß nicht, das kann ich nicht genau erklären. Das ist für mich voll schlimm, wenn ich auf einmal einen Tag lang so viele Leute nicht, was heißt zufriedenstellen, aber so, es sind dann so viele Leute, die warten auf ein Video und dann denke ich so, alter Lars, das sind 300, ich glaube mittlerweile 370.000 Leute, die warten alle auf ein Video heute und du machst halt einfach keins. Und deswegen hat man so, so einen gewissen Druck, den man halt eigentlich so im Hintergrund hat, sag ich mal einfach, ja. Und keine Ahnung, es fühlt sich halt einfach mega, mega kacke an, wenn dann so ganz viele Leute warten und dann kommt einfach nichts und dann kriegst du so viele Kommentare, wo dann drin steht, yo Lars, warum kam heute kein Video, was war los, bla 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 und sonstiges. Also man hat schon einen gewissen Druck, ja, und deswegen ist es ein bisschen doof, wenn man irgendwie einen Tag lang kein Video macht und sowas. Naja, deswegen habe ich mich immer irgendwie dazu überredet, dann trotzdem nochmal irgendwie ein Video zu machen. Holy Shrub, was geht hier ab? Oh Leute, das hat sich gereimt. Habe ich irgendwie trotzdem noch immer mal so ein bisschen irgendwie ein Video zu machen und sowas, Leute, aber wenn es einfach nicht geht, dann geht's einfach nicht und dafür kann ich halt einfach tatsächlich nichts, ja. Gut, auf jeden Fall möchte ich sagen, Leute, dass heute wirklich ein Livestream kommt. Heute Abend um 18 Uhr werde ich livestreamen, definitiv. Ich weiß nicht, eine Stunde Livestream oder sowas. Wer hat da Bock drauf, Leute, würde ich sagen, schaltet doch auf jeden Fall mal heute um 18 Uhr ein. Das würde mich wirklich freuen. Ich hoffe mal, dass ihr so ein bisschen den Sachverhalt der Lage so ein bisschen verstehen könnt. Leute, irgendwie explodiert dieses Teil nicht. Ich glaube, das ist diese Timebomb. Oh, das ist ein Dorf, das können wir eigentlich theoretischerweise auch nochmal wegsprengen. Ihr wisst, was ich meine, Leute, ich will wirklich heute... Oh, es fängt jetzt an zu regnen. Ich will wirklich heute streamen, es ist tatsächlich geplant heute, 18 Uhr will ich streamen und sowas. Und ich hoffe mal wirklich, dass einige Leute einschalten und nicht sagen oder riesen Kommentare schreiben mit Lars, ich bin dazu verpflichtet, wenn ich das schon ankündige, dass ich auch zu streamen habe und sowas, Leute. Ich weiß, wenn ich das... Oh. Oh, oh, oh. Wenn ich es ankündige, Leute, muss ich tatsächlich irgendwie sagen, yo, hier so und so sieht's aus, ich muss tatsächlich streamen oder sowas. Oder ich muss wenigstens eine Erklärung, oder sowas dafür online schalten oder ein Video dazu machen, dass ich wenigstens erkläre, so wie ist der Sachverhalt, wie sieht's aus, warum kommt kein Stream und sonstiges. Aber ich habe halt tatsächlich einfach, ich habe diese Stream-Ankündigung hochgeladen und habe dazu nichts mehr weiter gesagt, weil ich einfach auch nicht in der Lage dazu war. Deswegen, ne, nochmal so noch zum Mitschreiben. Ja. Ich will jetzt auch nicht mehr so viel hier in dem Video prabbeln, Leute. Ich hoffe mal trotzdem, dass ihr ein bisschen das Ganze versteht und sowas. Und heute wird tatsächlich um 18 Uhr ein Stream kommen. Und ich hoffe mal, dass ihr auch dann einschaltet, Leute. Ja, das war's eigentlich auch schon hier zu diesem kurzen Video. Wenn euch sowas gefallen hat, so ein kurzes Prabbel-Video, ich weiß jetzt, es ist einfach nur so mega spontan gewesen, Leute, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben und, keine Ahnung, von mir aus einen Daumen nach oben da lassen oder sowas. Ist mir eigentlich, ist mir eigentlich egal, was ihr jetzt hier macht, Leute. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das Video online lasse. Ist ja auch egal. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Abend um 18 Uhr hoffentlich und ich würde mal sagen, haut rein, Leute. Ciao.